stecke mein Lift fest. What are you doing in my house? In meine Wohnung, in mein Palast? Kleiner Disclaimer, ich habe das Telefon in der Hand, weil in dieser Wohnung ist es so leer, dass es halt bis zum jetzt nicht mehr. Und für eine bessere Tonaufnahmequalität haben wir entschieden, dass wir es mit das Telefon aufnehmen werden. Hallo! Herzlich willkommen im Miss Plastic Eigentumswohnung Palast. Es ist eine Freude, dass ihr da seid. Wie ihr schon von Anfang gemerkt habt, ich bin mit meinem eigenen Lift hochgekommen. Abgehobene Fresse. Yes, I am. Try. Ich habe nicht nur einen Lift, dass ich in meine Wohnung direkt reinkomme. Wir haben auch einen Eingang für die Leute, die mit der Treppe. Oh. Gerne hochkommen möchten, komm, ich zeige dir. Hohlkreuz habe ich gar nicht. Hi. Von hier, wenn ihr reinkommt, ihr seht einfach eine Höhendecke von 6 Meter. Which is could never spell 6 Meter. Can you spell 6 Meter? Davor gab es hier in diese Ecke, wenn man eben von der Haupttür hochkommt, gab es hier einen Holzregal, also für Wein, die bis, wo die Löcher in die Steine sind, hochgegangen ist. Und das habe ich wegnehmen lassen, weil für mich, ich möchte hier, ich weiß nicht, wahrscheinlich einen schönen Tisch, Blumen, Pflanzen. Ich möchte, dass man reinkommt und es ist so luftig, weil ich mag es sehr, dass diese super hohe Raumdecken halt gibt. Und wie ihr mich kennt, ich werde hier auf diese Wände komplett meine Porträtbilder drauf tun. Eingebildet. Call me what you want, but this is my name, Rafa, eingebildet live. Ich möchte euch nicht wirklich viel von der Umgebung verraten, aber guck mal, wenn man in meine Wohnung reinkommt, von der Lift, man hat 2 Riesenfenster und ich werde noch viel mehr Bepflanzung haben. Das ist Teil von meiner Terrasse dort drüber und ich sehe ganz viel Wald. Es ist wunderschön hier. 5 minutes later. Boah, ich schwitze wie ein Bastard. In der Gegend. Das ist ein Smart Home, aber das erzähle ich euch später, was das bedeutet. Wir haben hier am Eingang schon eingebaut, Beleuchtung überall. Und dann für so flache Schuhe, of course, passen meine High Heels da drin? Ach so. Wow, ich könnte auch High Heels rein tun. Voll praktisch. Oh, wie warm. Und das ist praktisch. Und dann, not the free toe content. Bei Senegal, so dass wenn ich nach Sardinien gehe diese Sommer, die Typen sich meine Toes in den Mund stecken können. Okay, als nächstes, man kommt bei einer kleinen Tür neben der Lift. Wir sind immer noch im Gang. Und hier ist einfach eine kleine Toilette. Tada! Es hat ein wunderhübsches Spiegel, es hat Ablagefläche, die Waschbecken. Also die Wohnung ist immer noch super, super dreckig. Ich werde mit Marc das dann in den kommenden Tagen putzen, weil mein Umzug ist bald. Weil es halt auch für Gäste und für mich zum Pissen scheiße. Es ist praktisch, wenn man nichts abwaschen muss. Deswegen ist so Automatikoses, Waschbeckoses. Man hat Schubladen. Of course, wie immer. Und das Geile ist, ich werde in jede Schublade, Kühlschrank, Waschküche, überall werde ich mit einer Frau kooperieren. Sie heißt Bins & Boxes. Und wir werden die komplette Wohnung voll mit Container machen. Was habe ich gemacht? So sagst du? Eine Frau, sie heißt Bins & Boxes. Eine Frau, sie heißt Michelle von. Ja, ja, die Frau heißt Michelle, sie heißt nicht Bins & Boxes. But wir werden alles komplett aussortieren, sogar den Kühlschrank, alles. Hier haben wir eine eckige Toilette. Als nächstes haben wir mein Badezimmer, Bindestrich Schlafzimmer, Bindestrich es passiert gar nichts da drin Zimmer. Ich bin jetzt in der Küche, jetzt komme ich zu euch. 3, 2, 1. Meine Nachbarin sehr happy. Wir sind jetzt in meinem Schlafzimmer und wie ihr seht, diese Wohnung ist actually 100 Quadratmeter, aber es ist wie eine Loft gemacht. Es gibt nicht wirklich Türen. Die einzigen Türen sind eben Schiebetüren. Als erstes eine Dusche. So Regendusche und auch Masturbationskopf. Es ist flach. Es ist so gut einfach. Die Schnauze gestrichen voll, matt durchs Leben zu laufen. Well,
Augen mit den glanzvollen Highlighter von Raffas Plastic Cosmetics wirst du auch in dein traurigen, freudigen, furchtbaren Leben wieder Glanz reinbringen und wie ein Stern glänzen, den du bist. Anstatt deinen Psychiater anzurufen, geh auf www.raffasplasticcosmetics.com. Also wie ihr sehen könnt, dieses Zimmer ist riesig und ich habe eben Dusche, dass ich von beiden Seiten reinkommen kann. Ich habe Badewanne, dass ich das auch so Sprudelwasser macht. Bla 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 bla. Und das ist so geil, was ich zeige euch. Guckt mal, wie ihr sehen könnt, es hat keinen Wasserhahn. Das Wasser kommt von unten. Wenn ihr hier klickt, jetzt ist es auf 40 Grad. Gestellt und kommt von alleine, aber man kann auch zum Beispiel 32 Grad, wenn man etwas kühler haben möchte. Ich kann selber die Wassertemperatur entscheiden. Wenn ich dann hier auf diese drei Buttons klicke, eine macht Sprudel. Und das ist eben für das Licht an der Seite. Sobald es genügend Wasser gibt, kommt ein Licht. Und das ist für mehr Sprudel oder weniger Sprudel. Schwitze ich wie ein Bastard? Korrekt. Wie ihr bestimmt erkennen könnt, diese Gipswand, habt ihr schon in das Video davor gesehen, ist fertig. Mein Vater hat sie jetzt fertig vergipst. Ist sie perfekt? No. Ist sie ein bisschen krumm? Yes. Aber da drauf kommt hier dann ein Künstler, der eine ganze, wie eine Marmorwand draufmalt. Von daher, actually, is not very important. Und wenn ihr mich jetzt folgt, haben wir da hinten eine wunderschöne Wand, wo ich alle meine Taschen reinballen werde, meine Schuhe reinballen werde. Und an diese Wand werden wir dann Regale drauf tun, wo ich meine Ausschuhe und die Kleider dann aufhängen kann. Wir haben hier haben wir dann eben mein Spiegel, Schubladen. Ah, und am Boden haben wir ganz, ganz viele von diesen. In der Wohnung, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich 20. In jeder von diesen gibt es Steckdosen. Wenn man hier läuft, gibt wieder eine Schiebetür. Ich habe meine Waschküche mit Waschmaschine, Trockner, Einbauschränke einfach. Und da drin werde ich eh alles dann ganz schön aufgeräumt mit die Michelle machen. Die Frau, die Bins and Boxes heißt. Und hier ist es auch Putzkammer, ja. Und auch Gästezimmer für die Gäste, die unartig sind. Hier habe ich von den vorherigen Eigentümern habe ich das abgekauft. Da werden wir die ganze Spülmittel, Abwaschmittel, das wird Container-Vorratskammer, Bumskammer, alte Kammer wird da drin sein. Kammer des Sexens, des Fickens. Kleine Unterbrechung. Bim, 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 bim. So gut. Boah, ich schwitze, Bruder. Und als nächste und praktisch das letzte sind wir in der Küche. Das ist eine Küche. Ist eine Küche. Mikro. Du kannst schon näher kommen. Wir haben Mikrowelle. Wir haben Steamer, das ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. Wir haben Backhaufen. Wir haben sogar Tellerwärmer. Das habe ich in das Haus mit Marvin und Petra noch nie benutzt. Ich mag, dass diese Geräte, dass man sie einfach seitlich aufmachen kann. Als nächstes haben wir haben da Schubladen. Wir haben eine Waschmaschine. Spülmaschine. Wir haben eine Spülmaschine. Wieso wir? Ich. Ich habe eine Spülmaschine, die man einfach... Guten Morgen! Mich alleine fühle, kann ich dann die Spülmaschine aufmachen und ich habe das Gefühl, ich habe Interaktion mit irgendjemandem. So wie auch hier. Wow. Tschüss und Nächste. Was ich ganz schön finde, wir haben einen Induktionsherd und einen Wok-Herd. Und ich habe sogar Wokpfanne dazu. Aber das Geilste ist dieses Ding hier. Einfach Steckdosen in der Küche. Da man hat sich was überlegt. And the best of the best. Wir haben einen Kühlschrank. Das ist klassisch. But ich habe einen Tiefkühler, der von alleine Eis macht. Er produziert von alleine Eis. Er ist an Wasser angeschlossen. Und
Und guck, wie süß die ausschauen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe eine riesen Terrasse. Eigentlich die Wohnung ist 100 Quadratmeter, aber die Terrasse ist 160 Quadratmeter. Die Terrasse geht rundum um die Wohnung und es ist gerade Penthouse-Wohnung einfach. Hier habe ich Fernseher. Ich habe einen Kamin. Ich kann einfach im Winter Feuer machen mit Holz und dann mich verbrennen. Und er beschützt das Haus. Die von Kari, die haben mir bei den Terrassenmöbel unterstützt. Und ich finde, er ist so cute. Und er beschützt die Wohnung von Dämonen und Hexen und böse Wesen und so. Because this shit is real, honey. 2000 Jahre später. Wir sind jetzt auf dem Balkon. First of all, look at my friends. Die von Kari, die haben mir diese zwei geile Sträuße einfach gebracht. Diese zwei Sträußenköpfe. And they look amazing. Er hat einfach keinen goldenen Schnabel. Ja. Das ist Bonita und drüber ist Zorro. Und Zorro. Und hier habe ich eben schon ein paar Möbel von Kari, aber ich werde sie euch hier auf Instagram besser zeigen. Hier kann ich chillen. Ich kann mich... Niemand sollte sehen, weil es ist recht gut beschützt da, die Aussicht. Oh, kann ich das überhaupt sagen? Ja, ist mein Kanal. So, I wish, dass ich hier einen Abend sitzen werde und hier mein Freund irgendwann. Und er wird mir... Und hier dann, seht ihr, wir können... Er ist einfach... Oh, die Salamander! Die Natur da bei mir ist wirklich was ganz Besonderes. Auf jeden Fall Bäume, ich kann von der Küche rein. Das sind die Pflanzen, die ihr am Eingang gesehen habt. Schlafzimmer. Und dann hier habe ich dann meine Terrasse oder immer noch die gleiche Terrasse, dass ich vom Schlafzimmer rauskommen kann. Ich werde dann noch einen Esstisch drauf tun. Die von Kari, die haben mir auch diese Stühle gegeben. And I think we are done. Meet me inside, honey. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich freue mich riesig, wenn dann die Wohnung komplett eingerichtet sein wird. Und ich werde euch alles zeigen. Auch mit dem Umzug mitnehmen, mit everything. Es kommen so geile Vorhänge. Es kommen geile Tapeten. Es kommt actually everything. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns nächstes Mal. I love you so much. Ciao. Vergiss nicht zu abonnieren, liken. Und wenn du mich wirklich magst, guckst du die Werbungen durch. Because diese Wohnung ist sehr teuer. Ui. Thank you. Thank you. See you next time. Yeah.